Ja, wir von der Redaktion der Zeitschrift Bauhandwerk haben drei Thermografiekameras von FLIR auf Herz und Nieren getestet. Alle drei Modelle sind ausdrücklich besonders geeignet für das Bauhandwerk, für den Bausektor. Nicht unbedingt die High-End-Modelle, mit denen halt sehr kleine Details sichtbar werden, sondern schon Kameras, die in einem Preissegment sind, dass sie für Handwerksunternehmen durchaus interessant sind. Das hochwertigste Modell ist das Modell E40BX, das wir getestet haben. Zum anderen das Modell E6. Und das allerneueste ist das Modell FLIR One. Das ist besonders interessant. Da wird ein Handy, und zwar ein iPhone 5 oder 5S, wird hier eingeklippt, mit einer Software versehen, die man sich im App Store runterladen kann. Und dann hat man eine vollwertige Thermografiekamera. Vom Funktionsumfang her muss man natürlich sagen, dass das Topmodell am besten ist. Das kann am meisten, es hat die höchste Auflösung, es hat auch die meisten Einstellmöglichkeiten, die unterschiedliche Messmodi, und kann vor allem dadurch punkten, dass es komplett netzwerkfähig ist, es ist WLAN-fähig, es ist Bluetooth-fähig. Man kann halt seine Daten sehr schnell irgendwie auf anderen Computern zur Verfügung stellen. Das kann übrigens interessanterweise natürlich dieses Modell FLIR One auch, da es ja mit einem Handy verbunden ist und somit von Natur aus WLAN-fähig ist und man seine Daten damit sehr schnell verschicken kann. Das alles kann das Modell E6 nicht. Nichtsdestoweniger ist es eine sehr brauchbare und gute, zuverlässige Wärmebildkamera. Überhaupt muss man sagen, dass wir mit allen Modellen sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Wir haben verschiedene Objekte untersucht und haben reproduzierbare Befunde gehabt. Das heißt, überall alle Kameras haben an den gleichen Stellen die gleichen Fehler gezeigt, in unterschiedlicher Detailgenauigkeit. Das Topmodell erwartungsgemäß besonders detailliert, die FLIR One erwartungsgemäß am wenigsten aufgelöst. Als Fazit ist für mich der Gewinner die FLIR One, weil man sie immer dabei haben kann und weil das Preis-Leistungs-Verhältnis im Prinzip unschlagbar ist. Demgegenüber würde ich das Modell E6, das natürlich eine hervorragende Wärmebildkamera ist, nicht unbedingt empfehlen, weil es verhältnismäßig viel teurer ist als die FLIR One, ohne wirklich von den Funktionen und von der Auflösung her deutlich bessere Ergebnisse zu liefern. Die liefert natürlich erwartungsgemäß die E40BX. Aber diese Messgenauigkeit und diese Qualität hat natürlich auch ihren Preis.
Die E40BX bietet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, beispielsweise verschiedene Formen von Messpunkten, kältester Punkt, wärmster Punkt, drei Punkte. Ein zentraler Messpunkt, um die absolute Temperatur zu messen, verschiedene Farbskalen, verschiedene Bildmodi, Bild in Bild beispielsweise, eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der Verbindungsmöglichkeiten, zum Beispiel über WLAN oder Bluetooth. Und auch einen Laser, um einen Punkt im Raum anzuvisieren. Die E6 hat deutlich weniger Einstellmöglichkeiten. Verschiedene Messpunkte, aber auch MSX, eine Bild-in-Bild. Funktion. Bei den Geräteeinstellungen findet man etwas weniger. Die Daten müssen mit einem Kabel an einen Computer übertragen werden, können nicht mehr per WLAN drahtlos übermittelt werden.